Heben Sie das Drehfutter mit dem Kran an die Spindel und legen Sie zur Befestigung die Befestigungsschrauben an. Schrauben Sie den Zugrohradapter mit Hilfe des Montagewerkzeugs an das Zugrohr. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben nach dem angegebenen Drehmoment weiter an. Entfernen Sie nun die Ringschraube und legen Sie danach die Schutzbüchse ein, die Sie im Anschluss befestigen. Betätigen Sie nun die Ausklinkmechanik und schieben Sie die Backen auf die gewünschte Position. Fahren Sie im Anschluss den Leerhub und richten Sie das Futtern mit der Rundlaufprüfung auf der Spindel aus.
Ihr Drehfutter ist jetzt einsatzbereit.